Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir Menschen Freitag den 13. immer mit Pech verbinden? Es kann ja auch an allen anderen Tagen des Jahres etwas Schlimmes passieren. Wie bei mir zum Beispiel. An Weihnachten. Lina? Ach, Mann. Mom, ich habe echt keine Lust, Weihnachten bei Onkel Olaf zu feiern. Er wird sich doch eh wie immer betrinken und allen seine Bauchnabelfusselsammlung zeigen. Weißt du, was das ist, Kleines? Ein totes Opossum? Nein, viel schlimmer. Hilfe! Lina, ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass Weihnachten ein Familienfest ist. Und Onkel Olaf gehört leider auch zu unserer Familie. Oder, Manfred? Ja, Schatz, du hast recht. Na super, dieses Weihnachten wird also wieder genauso lame sein wie auch jedes Jahr. So, darüber wird nicht mehr diskutiert. Pack jetzt einfach deinen Koffer. Das Taxi kommt in einer Stunde. Ja, okay, mach ich gleich. By the way, woher hast du diesen Joghurt? Ich kauf die Marke schon seit 2 Jahren nicht mehr. Er stand unter dem Sofa. Guck mal, wie süß er sich bewegt. Und er prickelt so interessant auf der Zunge. Ne, Manfred, dieses Mädchen macht mich einfach verrückt. Ja, Schatz, du hast absolut recht. Gib ihn sofort her, bevor du eine Lebensmittelvergiftung bekommst. Oh Gott, geh jetzt endlich in dein Zimmer und mach dich fertig. Diese Fähigkeit, mir ständig auf den Keks zu gehen, hat sie von dir geerbt, Manfred. Ja, Schatz, du hast... Wenn du das jetzt noch einmal sagst, dann knallt es. Soll ich etwa sagen, dass du Unrecht hast? Manfred! Okay, okay. Bist du etwa immer noch da? Ab in dein Zimmer! Du hast recht. Jeder in dieser Familie hasst mich. Na, dann wünsch dir doch eine neue Familie vom Weihnachtsmann. Die sind alle blöd. Ich möchte sie nie wiedersehen. Am besten für den Rest meines Lebens. Wer ist das jetzt? Manfred, kannst du bitte die Tür aufmachen? Ja, ja, Schatz, du hast recht. Guten Tag, ich bin von der PlipSafe GmbH. Ich wollte ganz schnell Ihre Alarmanlagen überprüfen. Ach so, ja, kommen Sie rein. Aber Sie müssen sich etwas beeilen. Unser Taxi kommt nämlich bald und wir werden mit der ganzen Familie für ein paar Tage wegfahren. Niemand wird zu Hause sein, außer unsere Wertgegenstände natürlich. Da bin ich aber rechtzeitig da. Nicht, dass Sie noch beklaut werden. Ach du Scheiße. achten Sie nicht darauf. Ich habe sie mal, als sie klein war, aus Versehen fallen lassen. Irgendwie habe ich so Bauchschmerzen. Hallo? Ich entschuldige mich vielmals. Die Tür war offen. Sind Sie auch von der Alarmanlagen GmbH? Nee, heute ohne BH. Ich bin Roman, Ihre Taxifahrer. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich da bin. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Manfred! Wo sind meine Socken? Wo ist meine pinke geheime Box? Ich brauche noch 1 Minute. Hauptsache kein Stress schieben. Fertig. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob wir etwas Wichtiges vergessen haben. Ah, ich weiß es. Wir haben den Wasserhahn auf der Toilette nicht ausgemacht. Stimmt. Nee, der Wasserhahn ist zu. Aber hier stinkt es irgendwie nach verfaulten Eiern. Was war das jetzt? So, jetzt können wir wirklich fahren. Aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, als ob wir etwas vergessen haben. Ach, Christine, du machst dir wieder viel zu viele Gedanken. Entspann dich einfach. Und los geht's. Auf einmal so ruhig hier. Was ist los, Christine? Ich
weiß nicht. Der Gedanke, dass wir irgendwas vergessen haben, lässt mich einfach nicht in Ruhe. Wisst ihr, als ich 5 war, wurde ich von meinen Eltern bei meiner Oma vergessen. Ich musste dann bei ihr übernachten. Auf dem Friedhof. Oh mein Gott, wie können Eltern nur so verantwortungslos sein? Ja, Schatz, du hast so recht. Mom? Dad? Plant ihr hier unten gerade eine heimliche Überraschungsparty für mich oder so? Dima? Moment mal, wer ist überhaupt Dima? Im Skript steht doch, dass ich Einzelkind bin. Hä? Wie es aussieht, sind sie alle verschwunden. Und jetzt mache ich irgendeine Box auf, die ich in meinem Schrank gefunden habe. Hä? Was ist das? Das ist aber ein seltsamer Stabmixer. Hä? Lidiro hat einen Reaktionskanal? Erstmal abonnieren. Und ein Like da lassen. Und die Glocke aktivieren, damit man nichts verpasst. Ich werde mir den ganzen Abend TikToks anschauen. Kacke, verdammte! Möge dem Menschen, der sich diese blöde Bildschirmzeit ausgedacht hat, ein Penis aus dem Fuß wachsen, damit er immer seine Schuhe ausziehen muss, wenn er pinkeln geht. Last Christmas, give you my heart. Entschuldigung, geht das vielleicht etwas leiser? Meine Taxi, meine Regel. Manfred, kannst du mir bitte das Wasser geben? Ja, warte, ich glaube, ich habe die Flasche in Linas Rucksack eingepackt. Danke, Manfred. Ich gebe dir Zeit, bis ich bis 10 zähle. Dann bist du mit deiner hässlichen Visage von meinem Grundstück verschwunden, bevor das Blei dich durchflöchert. Schon gut, Johnny. Tut mir leid. Ich gehe ja schon. 1, 2, 10. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Kurze Unterbrechung. Eine wichtige Nachricht an alle Einwohner der Stadt Achtzimdarm. Der goldzähnige Weihnachtsdieb ist zurück. Das ist er. Das ist er nicht. Das ist... Scheiße. Das ist er. Jedes Jahr, punkt 22 Uhr, dringt er in eines unserer Häuser der Stadt ein und beklaut es gnadenlos. Wie er das genau macht, ist uns bis heute immer noch ein Rätsel. Passen Sie auf sich auf. Moment mal, der sieht ja 1:1 aus wie der Techniker, der uns heute Morgen besucht hat. Dinge gibt's. Ah, sag mal, bist du dumm? Das ist derselbe Typ. Echt? Ja, Mann. Das heißt... Das bedeutet, der Techniker von heute Morgen war also doch kein Techniker, sondern ein Verbrecher? Nee, weißt du, deine Mutter. Warte. Bist du dir ganz, ganz sicher? Nicht, dass ich mir jetzt irgendwie unnötig Sorgen mache und... Ja, verdammt doch mal. Hoffentlich schenkt der Weihnachtsmann ihr ein Gehirn. Also mit jedem Schritt tritt er wortwörtlich auf seinen Penis drauf. Wer nochmal? Na, mein Bekannter, der die Bildschirmzeit erfunden hat. Ach so. Moment mal, Manfred. Was hast du vorhin nochmal gesagt? Meinst du, ach so? Hahaha. Nein, als du mir das Wasser gegeben hast. Ah, ich hab gesagt, dass ich die Flasche in Linas Rucksack... Das ist lächerlich. Nur ein Weichei würde sich unter seinem Bett verstecken. Und ich kann kein Weichei sein. Denn ich bin kein Ei. Und auch nicht weich. Na, okay, vielleicht nur meine Bettchen, aber... Ich habe noch mehr als eine Stunde Zeit. Ich werde den Verbrecher aufhalten.
Macht euch keine Sorgen, ich kenne eine Abkürzung. Sicher? In Horrorfilmen geht das nie gut aus. Psst, Manrit, vertrau mir einfach. Lieber Weihnachtsmann, falls du mich gerade hörst, ich nehme alle meine Worte von heute Morgen zurück. Ich möchte sie nie wieder sehen. Das beste Geschenk, das du mir dieses Jahr machen könntest, ist, mir meine Familie zurückzugeben. Mom? Dad? Ich hab euch lieb. Das Wichtigste ist noch dran. Ich hab doch gleich gesagt, dass die Abkürzung eine schlechte Idee ist. Nein, eigentlich hab ich das gesagt. Oh mein Gott, Manfred, du hast Blut im Gesicht. Christine? Ja, Manfred? Das ist nur Ketchup. Willst du auch was? So, wir fahren jetzt ohne irgendwelche Abkürzungen nach Hause. Hast du mich verstanden? Ja, Chef. Danke, lieber Gott, dass du meine Mom zu einem Hamster gemacht hast und sie 50 Dosen Ravioli-Dosen gekauft hat, sodass ich heute nicht hungern muss. Amen. Schon 22 Uhr! Ich habe keine Angst. Komm bitte schnell her! Was ist los, Mom? Hm, komisch. Ich hab doch ganz genau gesehen, wie sie weggefahren sind. Es ist so schön, dass wir doch zu Hause geblieben sind. Findest du das nicht auch? Ja, Mom. Das ist echt schön. Hallo. Das Spiel beginnt. Schaut wohl jemand viel zu viele Filme. Das habe ich natürlich extra so gemacht, damit er denkt, dass ich dumm bin. Wo versteckst du dich? Ich bin hier oben. Haha, Kleber. Sehr lustig, Mädchen. Noch auf dich warten. Keine Sorge, ich bin nicht da. Nimm das! Wow, bist du verrückt, Mädchen? Jeder hat so seine Fetische. Na warte, du kleines Stück Scheiße. Dubi, dubi, du, du. Und jetzt alle zusammen. Wow. Aua. Nachdem ich dich fange, werde ich dich dazu zwingen, Oliven zu essen. Hallo! Es freut auch mich, dich wiederzusehen. Dort vorne gibt es übrigens eine weitere Abkürzung durch den Wald. Nein! Ja, fahr lieber nochmal weiter. Ja, ist ja gut. Es war nur ein Vorschlag. So, das reicht. Das Spiel ist aus. Schluss mit lustig.
Game over. Hallöchen, ich bin hier. Dieses Mädchen. Ey, sag mal bitte, Bobo. Warum zum Teufel soll ich das sagen? Na darum. Das steht hier übrigens, solltest du vielleicht öfter tragen. Entschuldigung. Wo ist hier die Toilette? Ja, was willst du? Mein Haus wurde eingebrochen. Wer hat wo gebrochen? Ein Verbrecher befindet sich gerade in meinem Haus. Und wieso hast du ihn reingelassen? Ich hab ihn doch nicht reingelassen. Kommen Sie einfach schnell hierher. Und wo wohnt dein Haus? In der Wichtelstraße 17. Oh, sorry, da können wir nicht durch. Und warum nicht? Da haben sich ein paar Aktivisten auf die Straße geklebt. Wir sind für Nutella-Brot. Ohne Butter und ohne Nutella. Wir sind für Freiheit. Wir sind für Brot! Für Brot! Können wir nichts machen. Hä? Hat er gerade einfach aufgelegt? Und was soll ich jetzt machen? Ich hab doch gar kein... Mom? Lina? Mom? Lina! Mom? Was? Lina! Lina! Was machst du? Mama! Lina! Lina, was ist denn hier passiert? Was hast du wieder angestellt? Mom, dieser Techniker, er war eigentlich ein Dieb. Er hat extra unsere Alarmanlage kaputt gemacht, damit er uns dann überfallen kann. Aber ich habe ihn aufgehalten. Lina, unser Haus wurde nicht überfallen. Und die Alarmanlage funktioniert auch einwandfrei. Aber er hat doch das Kabel rausgezogen. Ich habe das ganz genau gesehen. Ja, und danach hat er es wieder angeschlossen, nachdem er die Alarmanlage repariert hat. Hä? Aber... Wer war denn dann in unserem Haus? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Auf jeden Fall lagst du gerade bewusstlos vor der Tür, nachdem du, wie es aussieht, einen Stromschlag abbekommen hast. Und was ist dann mit dem Nachrichtensprecher aus dem Fernseher? Ich weiß ganz genau, ich habe mich mit dem unterhalten. Ja, ich weiß. Das Ganze hört sich jetzt ziemlich komisch an, aber ich... Lina, hör mir bitte zu. Das alles war nicht echt. Genauso wie auch dieses Gespräch. Was meinst du, Mom? Naja, in Wirklichkeit liegst du gerade mit einer Lebensmittelvergiftung neben der Kloschüssel. Lina, das Taxi ist da. Wo bleibst du? Mom? Dad? Wenn ihr nur wüsstet, wie sehr ich euch vermisst habe. Ich liebe euch so sehr, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Hat sie nicht noch vor 20 Minuten gesagt, dass sie uns hasst? Ja. Und es tut mir so sehr leid. Danach, als ihr weggefahren seid und ich gegen diesen bösen Verbrecher kämpfen musste, habe ich endlich verstanden, wie sehr ich meine Familie liebe. Auch Onkel Olaf? Mit dieser Frage habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Ich muss noch meinen Koffer packen. Bin gleich wieder da. Christine? Was genau war das jetzt? Also ich vermute, das kommt alles von diesen Smartphones. Ihr Gehirn funktioniert einfach nicht mehr richtig. Verstehst du? Ach nee, Christine. So ein Schwachsinn. Hä? Krass. Träume ich? War das etwa gerade ein längeres Video von Lidiro? Nach gefühlt 50 Jahren. Die lebt noch? Ich glaube, ich habe mich da gerade verhört. Was hast du gesagt? Mini-Paluten, wer hat dir solche Wörter beigebracht? Wir gehen jetzt sofort deinen Mund mit Seife auswaschen. Eieiei. Abonnieren nicht vergessen. Anscheinend funktioniert er nicht.